Habe die Ehre und willkommen zurück zu einem neuen Videobeitrag von mir zum Thema: Wie ersicherst du deinen Erfolg? Wenn dein Erfolg noch nicht gesichert ist, sprich, du hast noch keine Kunden, du bist als Coach unterwegs, hast ein super Angebot, eine coole Hilfestellung, die du weitergeben willst an Menschen, die es dir wert sind, mit denen gerne zusammenarbeiten würdest, aber die noch nicht gefunden hast und beziehungsweise die noch nicht auf dein Boot aufgesprungen sind. Vielleicht hast du schon geholfen, aber es kam noch nicht irgendwie die finanzielle, der finanzielle Energieaustausch zustande. Dann liegt es daran, dass du noch keinen richtigen Prozess gefunden hast, beziehungsweise doch du noch nicht den richtigen oder den guten Schritt-für-Schritt-Plan verfolgst, der dich von deinem Angebot hinführt zu deinem Ziel, zu deinen Traumkunden, mit denen du Geld verdienst, die dir deine Existenz sichern, die dich in die Freiheit bringen. Und ja, letztlich ist es gar nicht so schwer. Es ist möglich, es ist machbar. Allerdings ohne einen bewährten, ohne einen erfolgsversprechenden Prozess, ein, wie schon gesagt, Schritt für Schrittweise Vorgehensweise, wie du dahin kommst zu deinem Erfolg, ist es nicht machbar. Ein Beispiel zu meinem Dasein, zu meinem Wirken als Coach und Mentor war es so anfangs, ich hatte ein cooles Programm, ich hatte es ausgearbeitet, ich habe mir monatelang Zeit gelassen, mir Dinge zu überlegen, Hilfestellungen auszuarbeiten. Damals ging es noch in meiner Ausrichtung als intercultureller Beziehungsberater darum, Menschen in ihren Beziehungen, in ihren Verhältnissen, Partnerschaften, auch sei es aus beruflicher oder persönlicher Ebene, zum Verständnis zu machen oder verständlich zu machen, was denn die andere Kultur ausmacht, wie man Schnittstellen findet, etc. Ich habe mich abgearbeitet, ich habe so viel geholfen, wie es nur ging und Dinge bearbeitet, die mir auch gar nicht so, ja, Spaß gemacht haben. Aber ich dachte, ich war davon überzeugt, dass es zu einem Mehrwert führt und dass es die Leute weiterbringt. So ganz nach dem Motto, was mir meine erste Trainerin gesagt hat: Ja, Martin, mach einfach mal, einfach machen und dann passiert schon was. Ja, aus diesem Machen, 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 Machen sind ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, 5 Monate, mindestens 6 Monate vorbeigestrichen, die ich vielleicht auch hätte anders nutzen können und oder effektiver meine Hilfestellung an die Leute bringen können. Anstatt dessen habe ich einfach weitergemacht. Ich habe mich dazu gezwungen, täglich meinen Beitrag zu leisten, teilweise auf die Art und Weise, wie es gar nicht so meinen Werten entspricht, dass ich auch zu bestimmten Spezialthemen was sagt, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Und was dann natürlich dazu geführt hat, dass das Ganze nicht ankam und dass ich auch keine Kunden hatte. Keine Kunden hatte, keinen Spaß bei der Arbeit hatte. Was ich immer schon mir gesagt habe, ist, wenn ich selbstständig werde, dann mache ich auch was mir wirklich Freude bringt und dass ich diese Freude und diese positive Energie, die ich in mir trage und die ich weitergeben will, dass ich die auch an andere Menschen weitergeben will. Und das Ganze hat nicht geklappt, obwohl eigentlich eine gute Absicht dahinter gesteckt hat, kam das Ganze gar nicht an. Und was letztlich gefehlt hat, war eine klare Vorgehensweise, ein Prozess, der meinen Absichten, der meinen Intentionen und meinen Ideen entspricht. Und kein Standardprozess, der einfach, weil er vielleicht für andere Personen funktioniert hat, dann auch für mich funktionieren sollte. Das war aber nicht das Gelbe vom Ei. So, dann habe ich weitergesucht, wie es denn anders oder wie es besser gehen kann und bin dann darauf gekommen, dass es auf bestimmte Informationen, auf ein bestimmtes Wissen natürlich ankommt. Und dieses Wissen hat mir mein aktueller Coach glücklicherweise vermittelt. Und das Ganze habe ich dann an meinen Ansichten und meinen Werten
anpassen dürfen. So, um was geht es dann letztlich? Es geht darum, dass du erstmal mit dir selber im Klaren bist. Was wirst du eigentlich, was bietest du an? Ist es das Angebot, entspricht das genauso dem, was du da machen willst? In meinem Fall habe ich mir beschlossen, dass ich Coaches helfe, weil ich einfach sehe, was Coaches so drauf haben und dass es viele davon gibt, die noch gar nicht ihre Hilfe zum Tage zu Tage bringen, weil sie sich noch nicht trauen, rauszugehen aus sich, weil sie nicht wissen, wie man Videos macht, weil sie nicht wissen, wie man sich darstellt, auf welche Art und Weise. Und natürlich, wenn vorausgesetzt dem Ganzen, dass man sich entsprechend auch klar ausdrücken kann und klar präsentieren kann, geht es natürlich nicht ohne dem, dass man A, feststellt, was für eine Zielgruppe man anspricht, wie entspricht die seinem eigenen Werdegang, sind die mit mir stimmig, wollen die auch dahin, wo ich hin will, oder haben sie Vorstellungen von dem, was sie eigentlich machen wollen mit ihrem Leben? Also ich will nicht mit jemandem zusammenarbeiten oder jemandem helfen, der vielleicht Coaching nur fürs Geld macht. Das interessiert mich nicht. Es geht darum, Menschen zu helfen und Leben zu verändern, Leben zu verbessern, die Menschen bewusster zu machen, vielleicht das Mindset aufzubessern, was ja immer beim Coaching einen großen Anteil ausmacht. Wenn man diesen Avatar, diesen Traumkunden mal definiert hat, dann weiß man auch, wie man an ihn rangeht, sprich, welches Angebot für ihn passend ist. Was dann der zweite Punkt ist. Wenn das Angebot steht, dann kann man weitergehen und sagen, wie komme ich an ihn ran? Was für Mittel sind notwendig, damit ich ihn erreichen kann? Wie schaffe ich diese Verbindung herzustellen zu ihm? Wo hält er sich denn auf? Hält er sich auf den sozialen Netzwerken auf? Hält er sich in irgendwelchen Foren auf? Schaffe ich ihn vielleicht besser zu erreichen mit direkter Werbung, sei es durch E-Mail, sei es durch bestimmte Aktionen wie auf Facebook oder vielleicht auch in irgendwelchen Clubs, wo er ist, je nachdem, was er so für Hobbys hat, gilt festzustellen, wie komme ich an ihn ran, was kann ich ihm bieten und wie kann ich für ihn Mehrwert darstellen. Und wenn er irgendwann mal das verstanden hat, dass ich da bin, dass ich es ernst meine und dass ich auch mit gewissen Werten und Glauben das Ganze mache, dass ich jemand bin, der ihm weiterhelfen kann, der ihn auf die Sprünge hilft, dann sehe ich das als Sicherung für den Erfolg. Nämlich einfach nur so vor sich hin zu werkeln, so wie ich es früher gemacht habe, auch schon in meiner beruflichen Angestelltenkarriere, führt wieder dazu, dass man leicht, oder ich neige dazu, dass ich dann wieder zurückfalle in ein hart Hamsterrad. Obwohl es mir Spaß macht, dass ich dann einfach meine Limits nicht kenne. Ich habe keine Grenzen und alles passiert nur, wenn ich mit diszipliniert einen Prozess verfolge, der schon von anderen Menschen verfolgt wurde, von dem ich weiß, dass wenn ich ihn verstehe, wenn ich die einzelnen Schritte verstehe, warum sie auch notwendig sind, wie ich langsam Schritt für Schritt zum Erfolg komme. Der passiert nicht von heute auf morgen. Das ist eine reine Wunschvorstellung, das ist eine Utopie. Aber es ist alles möglich, wenn man seine richtige Ausrichtung gefunden hat, mit Herzen dabei ist, Spaß dabei hat und organisiert vorgeht. So, das denke ich, ist ganz wesentlich. Und wenn dir das was gebracht hat, wenn du Spaß am Coaching hast, wenn du Spaß hast am Helfen, und dann lass mir einfach ein Like, würde mich sehr freuen. Dann weiß ich, welche Themen dich ansprechen, welche Themen, zu denen ich vielleicht noch mehr Beiträge leisten darf. Schreib es auch gerne ins Kommentarfeld, abonniere meinen Kanal, dann wirst du auch immer abonniert, wenn es neue Beiträge von mir gibt. Und leite es auch super gerne weiter an andere Menschen, die erfolgreich im Leben sein wollen und ihnen noch die Absicherung fehlt. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß bei der Umsetzung und viel Erfolg bei allen deinen Unternehmungen. Ciao.